Sie mal mein Fischstäbchen sehen. Hoch auf dem gelben Wagen. Hoch auf dem gelben Wagen. Sitz ich beim Schwager vor. Ich dabei. Pink. Wir sind live, es ist die erste Sendung von Zimmer frei. Christine Westermann und ich, wir haben ein Zimmer frei, wir haben eine WG, das können Sie sich vorstellen. Der Mann heißt übrigens Götz Alsmann, nur damit, so. Falls sich keiner kennt, könnte ja sein. Meinst du, das kann ich kennen? Das könnte schon sein. Okay, und es gibt Menschen, die suchen ein Zuhause, es gibt Prominente, die suchen ein Zuhause, denen geben wir hier eine Chance, die müssen sich hier bewähren mit allerlei Schabernack, mit allerlei Gesprächen und vielleicht schaffen sie es ja hier, ein Dach über den Kopf zu bekommen. Schick mir dein Herz und sag ja. Rosamunde. Rosamunde. Wer soll denn noch alles in die WG, bitte schön, fragen? Na, er würde auch nicht fragen. Frau Nölle wohnt auch nebenan, Ingo wohnt direkt über Frau Nölle. Ah, das ist gut. Die haben so die Idee gehabt, dass wir vielleicht was führen. Weil ich stehe ja nicht auf junge Frauen. Nicht wirklich, ne? Das ist ganz blass. Ja. Brauche ich nur dran zu denken. Junge. Die wollen ja immer gleich den Hengst, die jungen Frauen. Ich weiß ja, das ist blöd, ja. Wir möchten eine Minute schweigen und ich möchte, dass Sie jetzt mal nicht aus der Reihe tanzen hier im Publikum. Dass Sie mit uns eine Minute schweigen. Diese Minute beginnt jetzt. Ich habe dann noch lieber die Älteren, die Reifen. So. Die reiferen Damen? Ja. Da kann er ganz böse hereinfallen. Aber. Nein, nein, die wissen, die sitzt jeder Handgriff, die wissen. Dann ist gut. Es ist natürlich bei den jungen Frauen immer der Kondomzwang. Zwang. Also das ist, also ohne Kondome. Also man, es ist eine romantische Atmosphäre, man liegt so auf dem Sofa, schon ist man intim. Ja, dann geht die Tür auf. Nicht, ja, dann geht die Tür auf und dann kommt Herr Kondom herein. Nee. Nein, nein, der Tod schleicht ins Zimmer. Mit der Sense in der Hand beugt er sich über die zuckenden Lieben und haucht mit eisigem Atem, du willst doch ein Kondom verwenden. Also das kann ich verstehen, dass ihm das die Lust auf die Liebe nimmt. Hast du immer nie eins dabei? Ja. Dann suchst du und dann mit zitternden Händen zerrst du an der Kondompackung rum. Du willst den Gevatter Tod ja vertreiben. Ja, so, ne? Gut, ne? Ja, genau. Ja, aber er hat sich schon zurückgezogen. Die Schweigeminute ist gestorben. Danke. Ich habe gedacht, ich überlebe das nicht. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Ich wollte euch auch noch eure Sachen so. Die haben mir einen Tipp gegeben, die beiden. Die haben mir einen Tipp gegeben. Also, wenn Christine die anhat. Soll ich sie anziehen? Zieh sie mal an. Ich mich auch wieder die haben wir immer beim Spülen. Haben wir sie immer. Sechste nicht die Säu im Garten, sechste Wiese Weile, Wiese Bevelische Kram, die gerne Reule. Spitz, komm raus und passe in
steht die kurz, kurz und klar. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a woman insane. You broke my will, oh what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I learned a lot of Hollywood money. You came along and you moved me, Holly. I changed my mind, this world is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Feel good. Hold me, baby. You like a lover should. You're fine, so kind. I got to tell this world that you are mine, 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 mine. I cut my nails and I quit on my toe. I'm really nervous, but yours is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Los, weg, bevor die Polente kommt. Es war ein todsicheres Ding. Da wollen wir mal wiegen, oder? Bei Holiday und Eis, da gab es doch bestimmt auch so Assistentinnen, die immer reingeholfen haben. Nein. Ne? In die engen Unterbuchsen, die er da getragen hat. Das sind Holzwürmer. Und was wir jetzt hier haben, ist etwas Wunderschönes, eine Holzwand. Runter damit. Eine, also ein ganzes Stück zurückgehen in deinem Leben, wo ich als Hobby-Psychologe mir vorstellen könnte, dass es auch angefangen hat. Du hast also chaotische erste 5 Jahre, erste 10 Jahre erlebt. Ja, du bist ein Kriegskind. Du sagst, du gehörst der Generation an, die mit dem Tod aufgewachsen ist. Das ist so. Und was ganz erschütternd ist, du sagst, dein eindringlichstes Kindheitserlebnis war, dass deine Mutter nicht erschossen wurde. Ja, das ist so. Magst du das erzählen? Ist das nicht da, wo die Angst anfängt? Also wo man der Angst entkommen ist oder wo man gerade noch mal Glück gehabt hat? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du recht. Also ich sag mal, bis ich 5 Jahre alt war, habe ich mehr Tote gesehen als der Rest der Republik wahrscheinlich im ganzen Leben. Mhm. Und ich erinnere mich deutlich, wir waren damals schon evakuiert, in Köln schon dreimal ausgebombt, dann erst nach Schlesien und vor den Russen laufen gegangen. Und ich weiß nicht was, irgendwann waren wir in Bayern gelandet. Und wir sind dann also bei der Kapitulation, damals nannte man das Überrollung, von den Amis überrollt worden. Und meine Mutter hatte ein Foto von meinem Vater unter der Wäsche versteckt im Schrank. Mein Vater war nie also ein großes Tier, der hat es nie weiter als bis zum Obergefreiten gebracht. Aber dann kam die Hausdurchsuchung, dann kam also eine amerikanische Streife. Und meine Schwester und ich standen daneben, die sahen das Bild und haben meine Mutter unter die Küchentür unten im Erdgeschoss gestellt und wollten sie erschießen. Und wir beiden Kinder standen daneben. Und das ist nur deswegen nicht passiert, weil auf dem Jeep eine neue
Anweisung kam, dass die also weg mussten. Ne? Und so hat meine Mutter dann überlebt. Aber das ist so ein Ereignis, das vergisst du natürlich nie. Angestoßen. Ja, vielleicht auch das. Viel einfacher. Was macht denn die in Bewegung Schau? Gesetzt. Ja, oder leichter ausgedrückt, mit demselben Grundstock. Bewegt. An, ja. Und das jetzt bin ich also. Ein bewegter Mann. Ganz ja. Genau. Hoch auf dem gelben. Beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse treiben, lustig schmettert das Horn. Felder, Wiesen, Auen, leuchtendes Erdengold. Oh yeah, ich möchte so gerne noch schauen. Aber der Wagen, der rollt. Schläfst du auf dem Rücken? Nee, auf der Seite. Hast ja. du was an? Bitte? Also ich meine... Das weißt du doch, Christine, wann sollte ich mich denn ausziehen? Nee, jetzt natürlich. Ach so. Das will ich hoffen. Das ja. will ich hoffen, dass ich meine, so zu Hause, also im Bett. Ich schlafe mit T-Shirt und Unterbuchse. Mit Unterbuchse? Ja, so sagt man in Ostwestfalen. Nee, soll ich Schlüpfer sagen oder was? Nee, aber warum hast du überhaupt sowas an, unten meine ich? Ja, das sind aber wirklich sehr private Fragen. Ja, aber man braucht doch. Man das ist einfach dieses Gefühl, das ist mir zu viel Freiheit da unten. Das muss, muss eingekerkert werden, natürlich. Und wann lässt du es mal frei? Was? Ja, einfach. Sag mal, das was soll ich jetzt sagen? Nach Bonanza oder was? Also. Das braucht doch manchmal ein bisschen Luft, oder nicht? Ja, sicher. Manchmal sogar Wasser, Christine, aber. Ja, du bist ja pingelig. Weißt du was, die Aufmerksamkeit da unten war erst gleich null. Aber seit du diese Themen anschneidest, hören alle zu. Auf dass der Herrgott auf dich aufpasst und dir jeden Wunsch erfüllt, dass du auch für andere da bist und dir ab und zu behilft. It is okay, wenn du noch Sterne griffst, spring aber jede Zunge. Dann bliebst du. Für immer jung. Ich habe das hier erstmal gar nicht ernst genommen. Ich wurde eingeliefert auf der Intensivstation. Ich wusste nicht, dass die Intensivstation war. Und man dann versucht hat, mein Blut zu verdünnen. Das hat nicht funktioniert. Und dann wurde ich praktisch unter Narkose, gesetzt. Und als ich dann in dem Moment merkte, ich, hoppla, jetzt geht's wirklich um die Wurst. Und das Letzte, was ich gesehen habe, waren meine drei Damen, die standen, meine beiden Töchter und meine Frau, die standen da. Und ich dachte, mein lieber Mann, hoffentlich werde ich noch mal wach. Und also dieser Moment, der war schon, das war schon hart. Und als ich dann wieder wach wurde, hatten sie ganz schnell allen wieder Bescheid gesagt, der wird schneller wach und standen genau so wieder da. Und ich denke, wunderbar, es gibt noch eine Zugabe. Für immer jung, dann bleibst du. Für immer jung. Wir haben am Anfang natürlich, ich habe natürlich nicht jeden, der angerufen hat, tatsächlich auch genommen. Aber der Hans rief nun fast stündlich an. Und die Tina sagte, willst du den Hans nicht mal nehmen? Ich sagte, komm, gib den Hans mal. Ich konnte es noch nicht mal richtig sagen. Und hab den am Telefon und rede mit dem, als wenn nichts wäre. Weil Kölsch war einfach tiefer eingelagert. Das ist meine Muttersprache. Die habe ich beherrscht. Und Hochdeutsch musste ich erstmal doch wieder einige Begriffe lernen. Von Walverberg, das ist der Stolz vom Land. Wenn Sonntags die Parade hat, der Schläuchern in der Hand. Der Drinkes steht vom ersten Glied, er kommt den Schnock stief. Da hacken zusammen der Prümus, der Mutter, Seiver aus der Beef. Da hacken zusammen der Prümus, der Mutter, Seiver aus der Beef. Hinreißend, ja.
Also, der bezaubert. Bezaubert. Ja. Aber ich würde mir nie so große Lippen machen lassen. Ah. Das finde ich doch etwas zu viel. Ich bin schockiert. Sind die Natur? Das ist selbstverständlich. Die Leute fragen mich immer, sind das ihre Haare? Natürlich, sage ich, natürlich, habe ich doch bezahlt, ja? Alle Mann auf Posten. Zu Befehl, Karloy. Was mit dem Sona? Bing. Meine Tun, das wird eine feuchte Fahrt heute. Zu Befehl, Captain. Ping. Elende, saufende, saubernde. Mark, auf den Ausguck und lass die Flasche hier. Ausguck? Wir sind doch ein U-Boot. Ping. Zu Befehl, Captain. Ping. Schnauze. Ping. Es ist so, unser Helmut, wir haben einen Pudel, der Helmut, so. Der ist uns schwul geworden. So, ja? Ein Hund. Also, ja, der geht fest mit dem Thorsten zusammen, die zwei. Ein Hemd nur länger. Ich frag, was ist da drin jetzt? Dass die Grünen nicht aus dem Quark kommen, wenn die Stunden brauchen, um sich ein Hemd anzuziehen. So. Mützchen auf. Ja. Okay. Nee, das ist soweit nicht mehr das Problem. Da habe ich gelitten dran. Aber es ist gut für ihn. Es ist sehr gut für ihn. Es ist nur nicht gut für Walter und mich, weil wir kriegen jetzt ja durch diese Verbindung kriegen wir keine Enkelkinder. Also keine. Da kommt nichts raus. Ping, 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 ping. Ich habe einen Oscar zu Hause. Und er hat auch mit der Liebe, ist er auch ein bisschen komischer. Ja, sind weil die denn alle bekloppt? Die sind mit, weil der hat es er hat so ein Kopfkissen, so ein Kiste, ne? Von der Sofa. Ja. Mit dem treibt er es. Ich glaube, wenn wir jetzt hier vorkriechen, werden Moment, wir richtig Applaus kriegen. Moment, hab noch. Achso, Moment, Solo für Christine. Ping. Das ist so peinlich, wenn die sitzen und haben Gäste, ne? Da kommt er mit seiner Verlobte, sag ich. Das können wir uns aussuchen, Leute! Das geht mal. Ist der mit dem Hund? Ich habe
Dein Abschied war ein harter Schlag für mich. Ich hab geglaubt, ich werd nicht leben können ohne dich. Doch mit der Zeit hab ich gemerkt, dass auch der größte Schmerz vergeht. Ich hab gelernt, wie man auf eigenen Beinen steht. Du bist zurück. Ich fass es nicht. Ich komm hier rein und sie sitzt da und macht ein trauriges Gesicht. Ich hätte das Türschloss ändern sollen, doch wenn man mich ganz ehrlich fragt, ich hätte nie gedacht, dass du noch mal hier aufzutauchen wagst. Hol dich ab, da ist die Tür. Mach, dass du rauskommst, sag, was willst du denn noch hier? Hast du bekleidet? Dein Lebewohl tut mir so weh, dass ich zerbrech. Ah! Und ohne dich zugrunde geh, oh nein, nicht dich. Ich überleb, solange ich meinem Leben einen Sinn durch meine Liebe geb. Wenn ihr Pferde gestorben ist, dann ist klar, dass du das bist. Ich überleb's, ich überleb's, hey, hey! Hey! Luzi starrt wankend auf das Publikum zu. Dann beginnt sie mit ausdruckslosem Tonfall zu sprechen. Guten Abend, herzlich willkommen zur Aktuellen Stunde. Mein Name ist Frank Blasberg. Hat der gewusst, dass du lesbisch bist damals? Also war das, oder ja, war das ja, ein offenes Geheimnis? Wir waren ja in einem Jahrgang und das war da damals auch eigentlich mein Freundeskreis und meine nächsten Menschen, die ich jeden Tag 10 Stunden um die Ohren hatte, die haben das einfach mitgekriegt, was mit mir da passiert ist, und der wusste das eigentlich von Anfang an, ja. War das für dich schwierig, so eine Geheimniskrämerei zu machen? Hast du eine gemacht? Oder? Ich habe es möglichst nicht lange gemacht. Es war für mich eher am Anfang... da passiert halt was mit dir. Und da ist erstmal schwierig, selber mit umzugehen und selber dazu zu stehen, bevor man damit nach außen geht. Und da tastet man sich vorsichtig an die Menschen dran, die einfach deine Freunde sind. Und die Reaktionen sind halt dann wichtig und entscheidend. Und mir war es zum Beispiel super wichtig, dass ich das meiner Mutter erzähle. Und die hat horrormäßig reagiert. Aber das kann man ja auch verstehen. Die kriegen irgendwie einen Schock. Und die hat sich inzwischen ja längst beruhigt, aber sie hat natürlich gedacht, ich bin verführt worden. Und die bringt dich wieder auf den richtigen Weg. Das ist nur ein Versehen gewesen, ja. Und da wird irgendwann alles wieder ins Lot kommen. Und inzwischen findet sie das aber alles ganz toll und hat das auch akzeptiert und kann damit umgehen. The shadow of your smile. When you have gone. Du bist jetzt schon nervös, like the door. Look into my eyes, my love, and see the things you are to me. A whisper, little star. Also die Ideen kommen meistens, wenn man abends sich ins Bett legt
und sehr viel gearbeitet hat, dann kann ich nicht sagen, ich schlafe jetzt, sondern dann denke ich weiter nach und dann schwirrt so alles Mögliche durch den Kopf. Und so ist mir eines Tages die Idee gekommen, zu wetten, das, weil ich irgendwann nachts dachte, warum wird eigentlich im deutschen Fernsehen nicht gewettet? The shadow of your smile. Dann bin ich sofort aufgestanden, in die Küche gerannt und dann habe ich mich hingesetzt, hatte so ein Glas Rotwein hier und habe dann geschrieben, warum wird im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Genau. Dann habe ich mir gedacht, wenn man im Fernsehen wettet und um Geld spielt, dann kommen sicher diese Rundfunkräte und sagen, das geht nicht und die Kinder und dann verdirbt man die Kinder. Da hieß der zweite Satz, es darf nicht um Geld gespielt werden. Der dritte Satz hieß dann, wir müssen auch das Publikum mit einbeziehen, also müssen wir eine Saalwette machen. Wir müssen auch das Publikum zu Hause mit einbeziehen, also müssen Wetten zu Hause gemacht werden und so weiter. Mhm. Und das Papier war dann um 4:30 fertig. Und dann habe ich sofort meinen Freund angerufen und habe gesagt, komm sofort vorbei hier. Ehrlich? Also Sie erzählen jetzt nicht eine schöne Geschichte. Komm sofort vorbei hier. Ich glaube, ich habe es. So müssen wir das machen. Mhm. Und um 11 kam der Unterhaltungschef von Mainz, vom ZDF, zu mir nach Luxemburg gefahren und dann ging es los. Ja, wir müssen uns gegenseitig schön saufen. Ich weiß nicht, wer von uns beiden jetzt mehr davon braucht. Ja. Man muss wissen, finde ich, wenn man verloren hat. Love, 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 oh, love. I gotta tell you how I feel about it. Cause I can't go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I fall out into the night. Can't go a minute without your love. Oh, love. Wir werden dich jetzt clownesk ausstaffieren. Hast du, ist ja, so klein, ja, ne? Uns geht's ja genauso. Einfach hier rein. Und wir machen jetzt Folgendes, wir werden uns jetzt einfach... Das ist doch albern. Ja, natürlich. Natürlich. Hast du ihn das Hütchen schon auf? Da ist es schon. Aha. Das soll albern sein? Das sieht doch super aus. Kannst du mir mal die Faszination von Möbelhäusern oder von solchen Läden erklären? Du gehst ja auch rein und du kaufst eigentlich nichts, weil es teuer ist, oder? Ich kaufe alles. Ich bin die Einzige, die kauft in solchen Läden. Ja. Ja. Also ich habe eine Verabredung mit meinem Mann, nichts anzuschaffen, was größer als ein Kubikmeter ist, weil da möchte er mitreden. Aber ansonsten ist es so, dass ich das einfach ganz schön finde. Und dann sage ich, ich kaufe es aber nur, wenn sie es heute noch liefern. Und wenn die das nicht liefern, dann will ich es auch nicht, weil ich bin mir nicht sicher, wenn sie es bestellen und es kommt in 6 Wochen, dann weiß ich gar nicht, ob es mir noch machen gefällt. Und das machen die natürlich, ja? Ja, klar. Ich kaufe immer Ausstellungsstücke. Ach, das ist doch preislich deutlich günstiger. Prozente? Natürlich. Und dann sagt er, es hat aber einen Flex, sag ich, ist mir egal. Ach so, gefällt mir sowieso. Und was machst du mit dem, was du rausräumst? Ich hab ein Möbellager. Im Keller oder was? Nee, ein richtiges Lager. Ich habe ein richtiges Lager angemietet. Und dann haben wir noch ein Ferienhaus angemietet, weil es günstiger war als ein Lager. Ja, also ich habe schon mal bei Domian angerufen und zwar ging es um meine Stimme, die ist ziemlich hoch. Aber ich habe auch beim Grand Prix erfolgreich mitgemacht mit meinem Hit. Wer Liebe lebt, wird unsterblich sein. Ich kann auch noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, ja, mein Schatz, wenn ich diesen Ring bekomme, dann bist du auf jeden Fall auf meiner Seite. Ja. Und außerdem bin ich Zeuge Jehovas. Ich weiß, wer das ist. Am Anfang habe ich gedacht, mit der hohen Stimme, Stefan Raab. Weil Stefan Raab mal mit einer hohen Stimme bei mir angerufen hat. Aber ich kenne das Profil. Aber das ist nicht Stefan Raab. Den markanten Haarschnitt kenne ich. Und die Größe passt auch zum Gollum. Ich wusste nicht, dass er da ist, aber ich bin sicher, dass er es ist. Gollum. Na, Gollum. Je suis une poupée de cire, une poupée de sang. Mon cœur
fait, donne mes chansons auprès des cirques, auprès des sangs. Suis le meilleur et je suis à pire qu'un mes allants. Je vois la vie en gros bonbon, auprès des cirques, auprès des sangs. Ein Würstchen, Annemie. Ja, hör auf. Komm hier, kleines Dankeschön. Nee, bah, der sieht ja scheußlich aus. Nein, das ist lecker. Nee, habt ihr das gegessen? Haben Sie das? Sie sind höflich. Das offensichtlich aber ja nicht, das liegt noch da. Aber das, was Sie gegessen haben, sah das so aus? Ja, aber es war aber noch nicht ganz so kalt. Hm? Politik macht tapfer, ne? Hm. Nee, die mache ich. Ist das wahr? Ja. Ich gucke sie mir alle an, ne? Hier, die ganzen Konsorten da in Berlin, die ganzen Jungs. Ich gucke sie mir alle an. Wir müssen sie ja wählen schließlich, ne? Wir müssen nicht, aber dürfen. Da gucke ich alle mir an. Ja? Und sie sind der Einzige, der den süßen Spitznamen hat. Was? Süß, ne? Was ich kannte, ja, ich kannte meine Frau, die hat irgendwann hat die gesagt, so, jetzt ist Schluss mit Gysi, ich heiße Gisela. Da war der das dann irgendwann zu blöd. Deswegen finde ich das, ne? Ja. Die wollte das nicht mehr. Das war der dann zu persönlich plötzlich. Ja. Ach so, ja, Schumi und Gysi. Ich bin einfach dabei geblieben. Sie sagen, Gysi, ich habe einmal angefangen mit Gysi, ich ziehe das durch. Ja. Das finde ich gut. Ja. Ja, man verliert auch Freunde, wenn man sich jetzt Gisela nennt. Ah! Wer zuerst bricht, hat verloren. Okay, du hast gewonnen, aber du bist der, der morgen eine Sahnehaube scheißt. Ganz früher schon immer schlimm. Was ist das? Was sehen Sie? Wonach sieht das aus? Erstmal, wie sehen Sie? Wie sehen Sie, Herr Sonder? Ich sehe einen. Nein, wie sehen Sie? Nicht was sehen Sie, wie sehen Sie? Wie sehen Sie? Methodisch. Mit meinen Augen. Ja, aber wie? Sehen Sie runter oder sehen Sie? Ich sehe rauf. Oder Sie sehen? Nach oben. Tief. Oder Sie sehen? Tief, nein. Nein, das Gegenteil von tief. Wisst ihr das schon? Ja, 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 ja. Sie sehen nicht tief, sondern Sie sehen. Was Sie sehen perspektiv. Nicht. Sie stapeln auch nicht tief, auch nicht hoch. Ja, ah, das ist das Wort. Das ist also ein Hochstapler und Sitz. Nein, nein, oder ich wollte Sie nicht irreführen. Was ist das für ein Tier? Das ist ein Reh. Gut. Was ist um das Reh rum? Reh rum. Ja, irgendwie schon. Ihr Reh rum. Das ist ein Gitter, oder? Ja, anderes Wort für Gitter. Gitter, Kasse, Gitterzeit. Anderer Vokal statt Gitter, ein anderer Vokal. Wir haben schon überzogen. Vokal. Wir haben alle Zeit der Welt. Gitter. Ja! Regatter. Ja. Regatter und jetzt Runtersee oder? Regatter. Und also vorne, wie Sie hingucken. Sie gucken ja nicht runter, sondern... Jetzt sagen Sie mal nicht das Regatta, sondern die Regatta. Die Regatta. Ja, aber, was für eine? Was für eine? Eine Runterguckregatta oder eine Hochseeregatta? Ja! Und nun diese Schönheit unter dem Sattel. Die 12-jährige Hannoveraner Stute Picobella grüßt das Publikum.
Die Prüfung beginnt im langsamen, erhabenen Trab mit der Passage. Jedes Bein hebt sich elegant. Super! Und nun die Vorbereitung auf die Piaffe, dem Trab auf der Stelle. Cuando la tarde languide se renace la sombra, en la quietud los cafetales vuelven a sentir un sentido, una canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir, cuando la tarde languide se renace la sombra, en la quietud los cafetales vuelven a sentir un sentido, una canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir, una pena de amor, una tristeza, canta el sapo Manuel en su amargura, y pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languide se renace la sombra, en la quietud los cafetales vuelven a sentir un sentido, una canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir, y tú. Ich glaube, wenn man mit einer Körperbehinderung aufwächst wie ich, dann härtet das Leben auch ein bisschen ab. Und wenn einem dann eine Frau begegnet, wie die, mit der ich jetzt verheiratet sein darf, dann entdeckt man wirklich so eine romantische Seite wieder. Sicherlich auch durch Charlotte, durch die Tochter, die wir großziehen. Man ist wieder näher an den eigenen Tränen. Und das finde ich eigentlich was ganz Wunderbares, ganz schön. Sie haben ein schönes Wort dafür gebraucht. Sie haben gesagt, es hat Peng gemacht. Als ich sie sah, war es bei mir richtig Rums. Und bei ihr? Und, weiß ich, ich glaube nicht gleich Rums, aber naja, Gott, wenn man einem Mann gegenüber sitzt, der 1,34 Meter groß ist, ist es natürlich nicht gerade der Mann der Träume, aber optisch. Aber irgendwie, wir hatten irgendwie einen Draht zusammen. Ich glaube, sie mochte meine Kraft, glaube ich, sehr gerne. Wie lange hat's gedauert? Meine positive Ausstrahlung. Und ging ziemlich schnell. Es war im März und ich glaube, im Mai waren wir dann zusammen. Ging relativ schnell. Nach 1,5 Jahren geheiratet, ging auch ziemlich schnell. Was ist jetzt für ein Gefühl? Angekommen zu sein, Frieden gefunden zu haben. Ich darf mich auch mal fallen lassen. Ich musste davor im Leben eigentlich immer irgendwo der Starke sein. Und jetzt habe ich eine Schulter, an der ich auch mal schwach sein darf. Und ich habe eine unendlich freundliche, tolle Frau, die mir gezeigt hat, dass man Medaillen auch umdrehen kann. Und dass es immer auch mehrere Meinungen gibt, nicht nur eine. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Ich habe wirklich in den Glückstopf gegriffen, aber volle Pulle. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. Auf die Plätze. Fertig. Los. Siehst du, was ich sehe?
Ja, furchtbar. Götzi! Götz! Ja? Christine! Nach 250 Sendungen ist es euch nun doch passiert. Hast du gewonnen? Das gibt's ja gar nicht. Fantastisch. Ihr habt einen Gast zweimal eingeladen. Nein. Das sind doch die berühmten Zwillinge. Was denn für Zwillinge? Na, die berühmten. Maria und Margot Hellwig? Nein. Die weltberühmten Zwillinge. Bleiben wir so fertig. Vielen Dank. Ja, ich hab. Du nuschelst manchmal so. Ich hab. Okay, ich mache es nach, ja? Okay. Erstens. Zweitens. Fernsehhund. Nee. Anderes Wort für sehen. Sehen. Blindenhund. Nee. Sehen, gucken. Sennerhund. Nee. Aufforderung. Befehlsform. Schäferhund. Nee. Anderes Wort für sehen. Gucken. Gucken. Kuckhund. Linsen. Klotzen. Nee. Das ist ein Bilder jetzt. Was? Schau, schau! Mein Gott! Ah! Darf ich Sie mal etwas fragen? Bitte. Ja. Es ist aber etwas ganz Persönliches. Ja. Welcher von Ihnen ist denn jetzt der Siegfried und welcher der Roy? Schlauberger. Ja, mit Ablage. Versagt. Scheiße. Ich glaube, ich habe noch nie so viel getrunken in einer Fernsehsendung wie hier. Ich habe ja schon davon so ein
Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Weil das Sambuca ist? Ach, Sambuca, das muss ich kommen. Weg damit. Es gibt natürlich noch andere Schnäpse. Unterberg, Bohnenkampf. Boah. Ha. One true party in the county jail. Prison man is at it, began to wait. Trouble, trouble, and the shot began to swing. Should've heard a knock, talk, chill, bass, heel, that's right. Everybody, that's right. Everybody in wholesale block. We own hands to the jailhouse right. Unser neuer Freund Joachim Lambi behauptet von sich, dass es ihm mitunter in seiner Zeit als Prominenter schon mal schwer gefallen ist, Kopf und Mund in Einklang zu bringen. Und los geht's! Mir ist schon schlecht. Sie müssen nicht alle essen, Herr Lambi, Sie können sie einfach runterfallen lassen. Ach so, du bist der Mann, ne? Ja. Ich bin auch. Der Rock ist so eng. Warte mal. Oh, komm her. Nein, 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 nein. Los. Hier rein. Oh Gott. Angst vor Postboten. Oh, das kann ich verstehen. Ja, er wäre fast mal von einem umgebracht worden. Ja. Er hatte sich in dessen Arm festgebissen und wäre fast erstickt. Yeah. Oh. Der Gag kam nicht an. Ich mag keine klebrigen Hände. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht so. Aber nein, ansonsten, hab ich denn mit ich komme, ich schwöre, ich komme. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Komm mal hier, das Party geht ab. Das ist einfach super. Da kann ich gleich nicht schwimmen. Wir haben uns jetzt auch überlegt, jetzt, wo Sie die Lieder von anderen Leuten singen, Herr Heino, ja, singen wir einfach die Lieder von Ihnen. Irgendeiner muss es tun. Da singen wir so Sachen wie Schwarz-Braun ist die Westermann. Du hast vorhin... Meinst du Obst? Meinst du Obst reißt jetzt raus? Sollen wir auch noch was umschmeißen, damit es sich so auffällt? Von Karl Lagerfeld gesprochen und sie würde gern mal eine Nacht mit, also nein. Aber was keiner weiß, dass du für Lukas Podolski schwärmst. Das weiß jeder. Ja, also ich hab's nicht gut. Du wärst gerne Spielerfrau von warum? Was findest du, also erstmal fangen wir bei meinem Mann Lukas an. Was findest du an dem attraktiv? Naja, also erstmal hatte das zum Ursprung, dass wenn ich mir einen aussuchen müsste, aus der Bundesliga. Jetzt ist er ja gar nicht mehr in der Bundesliga, aber damals, dann wäre der Lukas das gewesen. Was weil ich den so toll finde. Was so, ist denn an das ist ein super Typ. Das ist einfach ein Typ, der läuft, der... Jetzt, ich wollte ja gar keinen Geschlechtsverkehr mit dem machen. Sondern? Es ging, ja, ich wollte mit dem Freund sein und... Aber du wolltest Spielerfrau sein. Ich glaube, da gehört Geschlechtsverkehr. Nee, bei dem hohen Grad, vermutlich versteckt homosexueller Bundesligaspieler, sind da sehr viele... Ach, aber der Lukas doch nicht. Nein! Hier, siehst du? Mein Bilderrätsel in Form von Alexander. Bitte, Alexander. Laola! Komm alle zusammen, ich freue mich so wahnsinnig. Laola! Ja, von links nach rechts. Laola! Oh, vielen Dank, Laola! Oh, so schön hätte ich mir das überhaupt nicht vorgestellt.
gleich nochmal. Laola! Laola! Also Welle, Spaßwelle. Also Welle ist in Ordnung. Welle, ist Welle hinten? Wer sagt denn das? Ja. Welle ist hinten. Ja. Kleine Welle, Mini-Welle. Mini-Pli. Ja, es gibt ja noch ein anderes Wort für sowas. Für was? Für Welle oder für Mini? Nano-Welle. Mach Mikrowelle! Wer war das? Rosa! Meine Damen und Herren, das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer als Schnipsen im Restaurant, muss ich ehrlich sagen. Vorsagen bei Zimmerfrei in 17 Jahren zum ersten Mal. Ich möchte, dass Sie alle, Mach eine Aufnahme. Dieses Produkt der Demokratie anschauen, meine Damen und Herren. Er war's. Er hat vorgesagt. Was war es nochmal? Was war das? Welle. Seien Sie, jetzt müssen Sie dazu stehen. Es war die Mikrowelle. Können wir dafür sorgen, dass er auch gleich noch einen Fanschal kriegt, meine Damen und Herren? Dankeschön. You're fine, so kind. Like to tell the world that you're mine. I chew my nails and I quiver my thumb. I'm really nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Good times, man, meine Damen und Herren. Hold me, baby. Loving something like a lover should. You're fine, you're mine. Got to tell the world that you're mine. You chew my nails and my twiddle my thumb. I'm really nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Der Mann, der Satz. Also nicht euch Doyle? Wo liegt gestern schon? Ja! Hey! Und wo sind auch die Schächer federdose Lerneffekte? Was immer du sagst, du hast recht. Super. Ich dachte, wir öffnen gleich die Hölle auf. Komm, du blöde Sau. Ja, ja! Und der dritte. Komm her, komm nach vorne, komm, mach schnell. Ich hol mir Unterstützung. Das ist Chormusik. There's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento. Halt mal kurz. Da, deck. Nein, jetzt auch, halt mal. Nochmal. Da, deck. Berg von Riesen, voll Schied und voll schwer, to my whole day. To my whole day, that werde schied gegen erhöhnstes Plaisir. To my whole day, whole day, whole day. Okay. Ich gehe auch selber mit in die Bütt. Also, versuch's als Erster. Du musst, glaube ich, weiter runter, oder? Ja. Komm gar nicht mal. Es war wirklich nur so eine kleine Kindermelodie. Scheiße!
Abend. Tschüss. Ja? Mein Name ist Horst Ferdinand. Und ich bin ein altes Zirkuspferd. Oh. Ja, oh. Das ist süß. Ja? Was ist denn mit deinem Auge los? Ich habe ein Auge, ich habe zwei Stück davon. Nein, aber das eine ist so ein bisschen, da ist irgendwie... Ja? Ja? Ich habe eine Kontaktlinse. Ach so. Ja. Ich bin auf dem einen Auge kurz und auf dem anderen weitsichtig. Ja, ja, es ist sehr wichtig, dass man dann eine Kontaktlinse trägt. Hallo, ich bin ein altes Zirkuspferd. Ja, also, das hier ist unser heutiger Gast, die berühmte Frau Connor. Ja? Hallo, gibt es auch eine unberühmte Frau Connor? Ja, aber die laden wir nicht ein, die kennt ja keiner. Ja. Was machen Sie beruflich, Frau Connor? Ich singe. Sie singt. Ach so, auch ich kenne eine Frau in einem Bäckereigeschäft, die kann auch sehr gut singen. Ja, ja. Hallo, hallo, ich bin ein altes Zirkuspferd. Kennen Sie den Witz von dem Mann, der in die Bäckerei kommt und sagt, ich hätte gerne 99 Brötchen? Und dann sagt die Verkäuferin, ja, nehmen Sie doch lieber gleich 100. Und dann sagt der Mann, wer soll denn die alle essen? Das hat der Teufel gesagt! Die Ohrwärmer. Ist klar. Was? Das Spiel hat schon längst begonnen, ihr Flitzbeben. Die Ohrwärmer sind natürlich besser. Das muss ein Wort sein, ne? Nein. Das muss ein Wort sein. Ohrwärmer? Die Ohrwärmer. Die Ohr! Christian, die Ohr! Christian, die Ohr! Ja! Ah! Ja! Zweite Treffer, fantastisch. Aber leider nicht oben. Total verwest, Wut, entbrannt habe ich den Laden verlassen. Total verwest, Wut, entbrannt habe ich den Laden verlassen. Vivian Westwood, Westwood, Westwood. Kein Platz. Herr Gabriel zweifelt an meinem Verstand. Es war kein Schau, ich kam Dude durch und Bogner Vorfahrtsstraße folgend auf das Gelände des Westdeutschen Rundfunks ein. Bogner. Und Bogner Vorfahrtsstraße. Und auf dem Gelände des Westdeutschen Rundfunks begrüßen mich die Senderhunde Deutschland Kabana. Morgen fahre ich wieder zurück in meine Berge, denn ich fahre gerne. Und Gucci. Gucci. Das gibt mir mal so einen Kick. Das Spiel ist aus. Kick. 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 Natürlich.